Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen. Ich hab dicke Lippen und sie blasen. Back, nie weg, wir sind wieder da. Nice Dab. Achso. I like. Wir sind wieder da und wir legen auch direkt los mit unserem super Thema für heute. Es geht um Deutschland sucht den Superstar, DSDS. Day Motto-Shows. Gibt es nämlich nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Motto-Shows gibt es nicht mehr. Eigentlich alles, was früher bei DSDS cool war, gibt es heutzutage nicht mehr. Warum eigentlich? Ich weiß auch nicht. Das war doch cool seinerzeit. Ja, die Besten, die seinerzeit, damals als du noch jung warst ja. Und ich. Und Alfonso auch noch jung war. Ja, und ich weiß schon alle nicht mehr, wie sie heißen. Aber das war nur noch hier, die große Disney-Motto-Show und die großen Dieter Bohlen-Hits und alle Songs, die mit J am Ende enden. War meine Lieblings-Motto-Show damals. Alle Songs, die mit J am Ende, gab es sowas, ja? Ja. Hast du gesehen, wie ich mir durch die Haare gefahren bin? Das war schon nice, ey. Übrigens, ich habe eine kurze Frage jetzt, wo wir gerade ja Katja Krischwitzes Video gesehen haben. Ja. Könntest du mir heute irgendwie per iMessage oder WhatsApp oder ist auch egal wo ein Penisfoto von dir schicken? Ich würde dir gerne ein Video machen, wo ich deinen Penis mal bewerte. 10 von 10 Punkten? Ja, schicke ich dir. Geht dein Penis so von unten nach oben? Wird der größer? Hast du so eine Pilzeichel? Also wir haben gerade Katja Krischwitzes Video geguckt und jetzt wissen wir, da kann man schon sehr verschiedene Penisse sehen. Ja, könnte problematisch werden, weil ich heute nicht mehr im WLAN bin und mein Datenvolumen reicht dafür nicht, um dir das Bild zu schicken. Ja, weil es zu groß ist. Ja. Bleiben wir aber mal beim richtigen Thema. Du hast gerade Luft geholt. Du wolltest was sagen? Ich wollte sagen, eine wunderschöne Moderatorenschule wollte ich machen. Mach. Soll ich machen? Ja, ich mach's mal. Und zwar, DSDS erfreut sich größter Beliebtheit und man könnte sagen, DSDS still burns. Wegen? Tobias Regner. Dass ich den Namen aus dem Hinterkopf rausgeschlagen habe. Ich wusste nämlich, dass du dich doch noch erinnerst. Wie ging das nochmal? I still burn, ich hab dicke Lippen. wir legen los. Die Shows, die Motto-Shows, damaligen Motto-Shows. Live-Shows. Beginnen jetzt, ja. Und es gibt 10 Kandidaten. Was ein Mega-Twist. Das ist crazy. Wollen wir noch mal ganz kurz, weil wir haben gedacht, ey, wir fangen mal zu den Live-Shows an, aber vorher ist ja ein bisschen was passiert. Ja. Was waren denn so in den Vorrunden deine Highlights? Oh ja, meine Highlights waren vor allem, ich habe es mir aufgeschrieben, es waren mega viele Highlights. Es waren natürlich der Sohn von Tupac, Diego. Motherfucker, fuck you. Ist krass. Darf man fuck you sagen? Pussy muss man sagen. Pussy, fuck you. Werden wir jetzt gesperrt? Nee. Ich glaube, Eminem hat das damals auch bei Stefan Raab gemacht. Das war okay. Genau. Und da wir in der gleichen Liga wie Stefan Raab sind. Und Eminem. Ja. Ist das vollkommen in Ordnung. Ja, was sagst du denn zu Diego? Wie fandst du den? Diego, wow. Ist mir unerklärt. Ich muss dir erstmal was fragen. Glaubst du, es war der Sohn von Tupac? Es war der Sohn von Tupac. Ja, sah unglaublich ähnlich. Doch, Kanye West und Tupac hatten einen Sohn und das ist Diego. Ja. Ja. Ich finde es unverantwortlich von RTL und von DSDS. Irgendeinem Schwarzen einen Nasenstecker reinzumachen und ein Kopftuch und zu sagen, das ist der Sohn von Tupac. Ja. Den weiterzulassen, diesen Irren. Wieso? What coolest monkey in the jungle? Wie kann man so einen Irren weiterlassen, wo man, der ist doch so unberechenbar. Es hätte mich nicht gewundert, wenn der auch mal seinen Penis raus. Ich habe es heute mit Penissen, Minuten geguckt und schon ist raus. Ja. Also dabei hat sie doch nur dicke Lippen und sie blasen. Ja, Diego war interessant. Speziell. Das Einzige, was mich an ihm gestört hat, ist, dass er ja nicht so wirklich gesungen hat. Und da ist ja um einen Gesangswettbewerb ging. Ja. Ich finde vor allem gut, dass sie ihm extra immer Songs gegeben haben, wo ein Rap-Part drin ist. Aber er hat trotzdem nicht den Rap-Part, also er hat schon den Teil gemacht, wo gerappt werden soll, aber hat wirklich immer nur Fuck you, Pussy, Muschi, fuck you, I wanna do it. Hat ja sogar der Pop-Titan auch mal kritisiert. Dass mega! Ja, aber dann am Ende hat er ihn kritisiert, ne? Ja. Da hatte er gesagt, Matti hat es besser gemacht. Wie fandst du denn Matti, unsere allseits beliebte Recall-Reinschummler-Lügnerin? Ja. Fand ich auch, man sagen immer, das ist so eine heiße Frau, fand die gar nicht heiß. Ich glaube die hatte, auch, so, die hatte dicke Lippen. Die hatte. Also, wir kommen heute nicht weg. Ich glaube ja, dass sie sehr wohl sehr gut Deutsch versteht. Ich fand die richtige Asi, die Aktion. Ja, es ist schon Asi, ne? Ja. Wen hast du gewählt? Dieter. Ja, cool. Und so. Wen hast du, jetzt mal ehrlich, du hast gelungen, wer hast du gewählt? Ich verstehe auf einmal kein Deutsch mehr. Wie fandst du das, dass sie die eine Lippe immer so lila gemacht hat und die andere war dann hautfarben? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hast du nicht drauf geachtet? Doch, hast du mir doch geschrieben die ganze Zeit. Ja. Guck dir mal deine Lippen an, Alter, die hat dicke Lippen.
Was war denn dein Highlight noch so aus davor? Vor der Recall-Shit? Nee, nicht Recall. Also mein Highlight war, also da waren einige bei, wo ich sage, es ist mir unerklärlich, wie der weiterkommen kann. Echt? Auch dieses, ich weiß nicht, was er gesungen hat, aber quasi, der die ganze Zeit so hoch gesungen hat, ja, wo alle gesagt haben, er ist wie ein Bee Gees. Nein, Mann, ich bin mir sicher, der ist da hingegangen, weil er die verarschen wollte. Und auf einmal stand er da und hat gesagt, hey, du hast was ganz Besonderes, du kommst weiter. Und ich glaube, in seinem Kopf hat er gedacht, what? Aber so eine Leute, ich habe eine Wette verloren, Alter. Aber so eine Leute, die bauen sich da drauf ein Business aus. Ich habe jetzt hier neulich vorhin irgendwo hier ein Plakat gesehen. Da, in der Disco tritt da dieser Alfie Hardcore auf. Kennst du Alfie Hardcore? Nee. Kennst du nicht? Nee. Diese Alfie Hardcore? Nee, kenn ich nicht. Also, here we go. Kick it, tip it, flip it, chick it, check your body, won't get wicked, juice it all, get one the floor, just feel the beat and back to the beat, brr up, brr up, brr up, everybody, check your body, teach your bobos, that's a party, up and down, here we go, up and down the crown, here's no more fact tonight. Wollen wir noch ganz kurz was zur Jury sagen? Zur Jury, ja, da hast du... Musso Schokolade ist drin, hast du gesagt, ja, ne? Ich kann mich erinnern, du hast gesagt, das ist die sympathischste, die ist die echte Jury aller Zeiten. Ich revidiere hiermit meine Meinung, ja, für alle Leute, die von Katja Krasowitz hier gerade rübergekommen sind. Das heißt, ich ändere meine Meinung, nehme es zurück, was ich vorher gesagt habe. Musti finde ich immer noch sympathisch. Ich glaube, ist ein guter, ist wirklich ein guter. Er geht auch gut mit den Leuten um. Dieter ist Dieter, ne? Die vom Glasperlenspiel. Das ist krass. Ich musste auch ihren Namen googeln. Sie heißt Caroline übrigens. Caroline vom Glasperlenspiel, sage ich ja. Ist ein bisschen unterkühlt, finde ich. Kommt nicht so die Wärme als Mensch rüber. Vielleicht ist sie nett, aber wirkt halt... Unbeteiligt, würde ich fast sagen. Ja. Und was sagst du denn zu Ella endlich? Ella würde gerne endlich mal wieder... Blasen, glaube ich. Also ich glaube, also Ella kommt so rüber, als ob sie es unfassbar nötig hat. Als ob da lange keiner mehr in ihrer kleinen Wüste langgelaufen ist. So traurig, ich fand die so sympathisch in den ersten Folgen. Ja, ich weiß. Und dann fing es an mit, ich stehe auf und tanze mit den Kandidaten, ich weine. Sage zu jedem Typen, oh, du siehst voll geil aus. Boah, Alter, hier bin ich am Drippen, Alter, das ist richtig geil. Aber warum ist sie so? Ich weiß. Warum macht sie das denn? Ich weiß es nicht. Ella, warum machst du das denn? Ella, wenn du es mal brauchst, melde dich einfach bei Chris. Der ist jetzt auch auf Instagram verifiziert und dann erkennst du ihn auch und dann mach das einfach mal, Ella. Ich kann da nur zustimmen. Ja, aber jetzt hier mal genug Vorgeplänkel, ne? Genug. Wir legen jetzt direkt mit den Kandidatinnen los. Kandidaten und Kandidatinnen, die in den Motto-Shows sind, die es nicht mehr gibt. Aber ich kriege das Motto-Shows nicht aus dem Kopf, ne? Nee. Weißt du, was ich nicht aus dem Kopf kriege? Ich hab dicke Lippen. Ja, wir fangen direkt an, ja? Und ich sage dir den Namen und du weißt genau, um wen es sich handelt. Ja, selbstverständlich. Um Emilia. Ach, Emilia, hätte ich ja gar nicht drüber nachdenken müssen. Hättest du nicht drüber nachdenken müssen. Ich hab dicke Lippen, Das ist übrigens auch das Lied, was die als erstes singt in deinem ersten Motto-Show. Ja, verrückt. Playboy Emilia. Meinst du damit, dass sie in Playboy war, hat sie sich die Chance auf das Dschungelcamp versaut? Oder? Nee, ich glaube, das war nochmal ein extra Boost. Es gibt nochmal 10.000 Euro extra, wenn sie dann in ein Dschungelcamp gibt. Ja, wie findest du die? Wie findest du, also die wird singen von, die wird catchy singen von Offenbach versus Nick Waterhouse. Was? Sing mal an. Ich hab dicke Lippen. So, nee, ich. Warum singt. Nee, ich kenn's nicht. Ich auch nicht. Aber wenn ich es höre, dann war ich. Ach so, das. Aber ja. Wir werden es ja alle erfahren. Ja, das singt sie heute. Und sie hat natürlich auch ein Motto. Das Motto darf natürlich nicht fehlen. Ne? Sie hat. Erstmal wird sie beschrieben als sexy, witzig und abenteuerlustig. Ja. Darf ich das Motto raten? Ja. Okay. Schlucken. Sag mir nur, wie viel. Fast. Aber es ist egal, was kommt. Ich nehme es. Ich ziehe meinen Gewinn daraus. Egal. Macht sie alles richtig, würde ich sagen. Wenn der Playboy kommt, zieht sie ihr Gewinn daraus. Wie findest du? Sie ist ja Dentalassistentin. Ja. Das ist für Leute, die wieder von Katja Krasowitz rübergekommen sind, sowas wie ein Zahnarzt. Ja, die meisten sagen, dass sie eigentlich eine Nutte ist, ne? Aber im echt, also wirklich? Ja, sagen voll viele, dass sie... Wirklich Nutte? Ja. Also Prostituierte? Prostituierte, ja. Nein. Ja. Hast du hier gerade Sachen aufgedeckt? Ich weiß es nicht. Also ich meine, die Shows sind ja auch immer sehr investigativ und da gibt es ja immer nette kleine Einspieler, die sehr sympathisch sind. Ja. Ja. Davor und vielleicht wird da was zur Sprache gebracht. Mal gucken.
Da wühlen sie ja immer sehr in der Vergangenheit. Wow. Ja, da müssen wir mal gucken. Würdest du dir gerne mal die Zähne von ihr behandeln lassen? Ich würde ein ganz anderes gerne behandeln lassen. Ich habe nämlich so einen Sackratten. Die würde ich gerne mal von ihren Kammerjägerfähigkeiten aus mal ein bisschen verjagen lassen. So ein bisschen. Könnte sie mal suchen gehen. Wenn die Farmerin wäre, könnte sie bei dir auch die Klabusterbeeren ernten. Weißt du, was Klabusterbeeren sind? Weißt du, was Klabusterbeeren sind? Soll ich dir erklären, was Klabusterbeeren sind? Klabusterbeeren sind, wenn du im Analbereich behaart bist und der Kot so sich da festsetzt, dann sind da so kleine Bällchen in den Dingern und die würde sie dann abernten. Die nennt man Klabusterbeeren. Ich glaube, das könnte sie ganz gut. Ja. Aber die wichtigste Frage, die wir haben, ist doch einfach... Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Die wichtigste Frage, die wir doch zu klären haben, ist, würdest du? Ja. Ja? Heiraten oder nur... Nee, nicht heiraten. Nicht heiraten. Würdest du? Nee, heiraten auch nicht. Ja, aber der Rest? Kein Mensch würde sie heiraten, glaube ich. Ich glaube, alle wollen nur eine Sache von ihr, dass sie gut singt. So, dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten. Giulio. Der muss immer nachgucken, er ist so schlecht vorbereitet. Ja, ja? Was singt der denn? Der singt What is Love von Hathaway. Nein. Doch. Meinst du eine 90er-Jahre-Version oder machen sie bei ihm so eine Akustik-Version drauf? Weil der hat doch auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er doch auch so eine Stimme. Ja? So lately been wondering I will be there to take. Siehst du es durch? Siehst du es durch? Dadurch, dass Giulio humorvoll, charmant und lebensfroh ist und sein Motto ist, genieße jeden Tag und arbeite hart für das, was du willst. Guck mal, der hat zwei Mottos zusammen gemacht, ne? Zu einem. Genieße jeden Tag. Und arbeite für das, was du, hart für das, was du willst. Sehr gut. Wir machen keins vorbei. Nee. Mein Motto wäre... Wer anderen eine Grube gräbt, lacht am besten. Ja, mein Motto wäre, was sich krümmt, das bückt sich. Ja, zu Giulio, was, ich glaube, der kann sehr weit kommen, ne? Er kann halt singen, ne? Ja, der kann sehr gut singen. Was ja bei einem Gesangswettbewerb nicht so unwichtig sein soll. Der reiht sich in diese Reihe der dicken Gewinner ein. So Menowin, er hat nicht gewonnen, aber war dick. Severino, kennst du den noch, den Gangster, der irgendwann mal gewonnen hat? Der die Oma beklaut hat. Der die Oma beklaut hat. Ja, muss man sagen. Ja, die Oma beklaut hat, richtig. Ja. Das war ein Ehrenmann, würde ich sagen. Beatrice Egli? Beatrice Egli ist jetzt Bohnenstange. Ja? Ja, Beatrice Egli. Mal sehen, wie lange. Übrigens, Leute, er hat wieder eine geheime Liste. Wir haben übrigens die geheime Liste, wir wissen auch schon, wer gewinnt. Ja. Ja, wir kommen jetzt zum nächsten, und zwar zum Gusen Isa Martino. Guck. Ja, den Ella... Ja, will sie den? Ella? Ja, aber der ist doch ganz klein, oder? Ja, aber Ella ist... Oh, es ist Ella egal. Es ist Ella egal. Oh, also Isa, also der singt... Ich dachte ja vorher, der... Ja, der singt? Sophia von Alvaro Soler. Oh, natürlich singt er sowas. Mhm. Ich dachte ja bei seinem Casting damals, er könnte auch nur sowas wie Despacito singen. Mhm. Oder Enrique Iglesias. Ich glaube, der hat es aber ganz schön drauf. Ich glaube, er findet sich ein bisschen selbst dolle geil. Ist immer so unsympathisch, weil wenn sich zwei Leute geil finden, dann sind wir das. Du bist sehr gut heute. Wieso? Ist das auch sein Motto? Ich finde mich selbst geil? Sein Motto ist, ich bin der größte Liebhaber und Leben, Liebe, Frieden, fehlt nur noch Welt am Ende. Dann kommen wir auch schon zu Janina. Ja. Die Menschen funktionieren irgendwie auch immer nur mit Vorname für mich. Also den Nachnamen weiß ich dann mal gar nicht. Nee, ist ja auch nicht wichtig. Ja. Ich kenne nicht mal die Vornamen. Richtig. Janina kann, glaube ich, auch sehr gut singen, ne? Das ist die Janina, ja. Genau, das Gegenstück zu Emilia. Genau. Genau. Nicht Zahnarzthelferin. Ja, die Dicke, hast du doch gesagt. Nee. Oder? Die singt, nee. Die ist dicke. Würde ich nie über Dicke lustig machen, dann würde ich nur Witze über dich machen. Die ist dicke im Geschäft. So meintest du so das. So meinte ich das. Die singt auch ein Lied von, was auch nicht so stereotypisch gecastet wurde, I Will Survive von Gloria Gaynor. Oh. Ich kann dieses Lied auch nicht mehr hören. Nee. Damit fliegt sie raus. Ja, glaube ich auch. Wirklich? Ja. Krass. Würde ich auch sagen. Ist kein Platz für sie. Lukas Otte. Ja. Der singt Okay von Robin Schulz featuring James Blunt. It's gonna be okay. Irgendwie sowas. Ja. Der kann gut singen, der Junge. Ja.
auf jeden Text ohne TH und ohne S kann er gut sehen. Ich finde ihn auch sympathisch. Ich mag so einen Underdog, finde ich geil. Und sein Sprachfehler stört mich überhaupt nicht. Nee, aber beim Singen höre ich den gar nicht. Was hat er denn für ein Motto? Sein Motto ist, also nachdem er schon humorvoll aufgedreht und ehrlich ist, ja, ist sein Motto, lebe deinen Traum. Kann man eigentlich nichts zu sagen. Nee. Gut, solides Motto. Stark. Ja. So, kommen wir jetzt zu Marie Wegener. Ach, die ist so jung. Ja, genau. Die war übrigens bei The Voice Kids. Fact-Checker. Findest du nicht, dass der Pullover, also der Pullover, den sie auf dem Bild anhat, ne? Ich finde, der erinnert mich so ein bisschen an, so wenn so eine 30-jährige abgewrackte Pornodarsteller nochmal eine Teen-Szene drehen soll, dann trägt sie so einen Pullover. Das war der erste Gedanke, den ich hatte. Kannst du hier in der Infobox den Link drunter setzen zu dem Film? Was sagst du zum Pullover? Mein Amazon-Affiliate-Link. Nee, haben wir noch nicht. Wie findest du die denn? Wie findest du denn die kleine Marie? Wow, ich 16. Alter. Was ist dein scheiß Problem, ey? Es ist Katja Krasewitze, die ist hier über unserem ganzen Penis. Och, weiß ich nicht. Bin ich relativ emotionslos, muss ich sagen. Ich glaube, ja. Die ist auch eine tolle Sängerin, tolles junges Mädchen, aber ja. Ist halt ein, ja. Ja, ich werde mal meine Orakelfähigkeiten befragen und ich muss sagen, also die wird irgendwann in der 7. Show, wird die ein Lied richtig schön verkacken und dann richtig krass weinen und dann fliegt es raus. Oh. Ich glaube, die hat nicht so auch die Lobby. Nee, hat sie nicht. Glaube ich auch nicht. Gute Mario, der früher Kellner war. Der singt Celebration von Kool & The Gang. Das sind so Lieder, die kann ich nicht mehr hören. Was singt Marie eigentlich? Marie singt Er gehört zu mir von Marianne Rosenberg. Oh, das finde ich schön. Ja. Er gehört zu. Kann ich nicht mehr hören. Nee, mag ich nur die Version, die du mir immer schickst. Ja. Wo du, also deine Sprachnachricht. Ja, weiß ich. Hast verstanden. Ne? Ja, habe ich verstanden. Hm? Oh nee, aber was singt der nochmal? Kool & The Gang. Genau. Kann ich nicht mehr hören. Und ich sehe auch jetzt schon die Bühnenshow. Alles in bunt und Konfetti und Wusstest du, dass der eigentlich krasser Musikproduzent ist und schon versucht hat, mal rauszukommen und schon CDs hat und so? Nee. Doch, hat er. Hat er? Hat er wirklich. Dann kommen wir jetzt zu Mia. Mia ist die, haben sie weitergelassen? Nein, Mia. Ich singe von... die wird viel Schlager singen, glaube ich. Der werden sie viel Schlager geben. Die kann ja auch nichts anderes, oder? Die kann die richtig Deutsch? Weiß ich nicht. Fand die eigentlich immer sympathisch. Ich fand die auch. Ich fand die hatte einen guten Kleidungsstil. Würdest du? Und du? Ja. Du hattest einen guten Kleidungsstil. Hat sie. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich würde. Ich bin schwer zu haben. Alter, du willst ja jede. Ist ja jede. Ja, Mia, die singt Mein Herz von Beatrice Egli. Ah, verrückt. Motto ist, ich habe gute Kleidungsstile. Dream your life. Live your dreams. Könnte auch ein neuer Song von Dieter Bohlen werden, oder? Dream your life. Live your dreams. Es ist der Hammer. Wir sollten überlegen, ob wir nochmal einen Song rausbringen. Wie würde der aussehen? Ich hab dicke Lippen. Ich hab einen dicken... Achso. Nee. Bauch. Ich hab einen dicken Bauch. Ich hab einen dicken Bauch. Komm, setz dich doch mal nochmal rauf. Rauf. Blasen. Ey, ich bin... Ist nett. Ja. Also wir haben ja auch fleißige Talkies, ne? Die könnten das ja auch mal zusammenschneiden und daraus einen Song machen. Mit einem seichten Housebeat runter. Ja. Wir haben euch die Vocals gegeben. Ich bin gespannt. Ja. Ergebnisse dann bitte in die Comments. 5% der Einnahmen gehen an euch. Jodi, 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 jodi. Wie kommst du darauf? Michael singt es. Oh! Ja. Ja? Hula Paloo. Hula Paloo, was meinst du? I like. Den würde Ella auch so gerne. Oh, ja, aber ich finde den nicht so heiß, dass man da den so anbaggern kann. Von der ersten Folge an. Ja, den fand sie Würde sie gerne, geil. Und es ist wieder Zeit, Würstchen ins Brötchen. Eines Tages. Ich fasse dich heute voll viel an, wa? Ja, du bist ein bisschen im Ella-Endlich-Modus. Im Ella-Modus. Ja, das Motto von... Hula Paloo. Übrigens ist das Lied, was mich zum Schlager gebracht hat. Ach so. Hast du nicht gesagt, dass Andreas Gabriel Nazi ist? Hast du gesagt, ja. Hab ich gesagt? Ja. Nee, wohl wird so kolportiert, ne? Was wird das? Wird verbreitet von... Was ist das andere Wort? Kompott? Ich hatte jetzt ja das kolportiert. Ich habe verstanden, es wird so ejakuliert. Ejakuliert? Ja. Du bist also heute echt sehr sexuell, muss ich sagen. 40 Grad am Dancefloor. Hula Paloo.
Sagst du in May or? Ja. Die Akzente kann ich gut. Finde ich super. Ja. Wie findest du das Lied? Finde ich gut. Glaubst du, der wird das hinkriegen, der... Ja, wird er können. Aber der hat auch so eine gute Sing, so eine moderne Singstimme. Ja, aber da holt er richtig raus und macht das geil. Wird ja. geil. Wird geil. Kommt auch weit, glaube ich. Sein Motto ist, lebe den Tag, als wäre er dein Letzter. Oh, ich dachte, das war die Chance. Oh. Komm, mach jetzt, hör auf zu fummeln, los. Ja, also, dann kommen wir jetzt zu deinem Lieblingskandidaten, zu Michelle. Wo du gesagt hast, der hat einen mega geilen Buddy, der Typ. Was für eine Scheiße hier noch ist aus. Hat er bestimmt, oder? Der singt ein gutes Lied. Ich glaube, der kommt auch. Ich glaube, der könnte. Er könnte es gewinnen? Der könnte das gewinnen. Krass. Ich meine, du hast ja die geheime Liste, ich kenne sie ja nicht. Aber also, den Hut setze ich mir nicht auf. Er singt. Irgendwas von Bon Jovi. Fast. Ja? Er singt eins deiner absoluten Lieblingslieder. Oh, das yeah. ist, wir gehen jetzt ein bisschen in die private Schiene. Ja. Deswegen muss ich sagen, es ist schon sehr privat für dich. Ja. Aber er singt von den Backstreet Boys I Want It That Way. Nein! Wirklich? Ja. Sieger der Herzen, jetzt schon. I want it that way. Du könntest da auch singen. Ich könnte da auch singen. Ja. Als Rausschmeißer vielleicht, ja. Du glaubst, der kann gewinnen, ja? Ich glaube, er kann gewinnen, aber du kannst ja jetzt da. Hau raus, wer gewinnt. Die geheime Liste sagt... Woher hast du die eigentlich immer? Die ist sehr, sehr geheim. Ja, ja, okay. Die geheime Liste sagt... Stopp! Oh. Nee, die nicht. Julio gewinnt. Julio? Julio, ja. Wer ist denn Julio? Julio ist der Dicke. Oh, Julio gewinnt, ja? Mhm. Doch, ich glaube der kann es schaffen. Der ist sympathisch, so ein Kuschelbärchen. Ja. Hat was von dir, nur dass du nicht sympathisch bist. Ja, und singen kann. Ja. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Julio. Hier erfährst du es als erstes, dass du gewinnst. Das ist jetzt offiziell bestätigt durch die geheime Liste des allseits beliebten Andi. Ja, Herr. Er hat nochmal bestätigt das. Achso, Herr Fleischhauer. Ja. Ja, sehr gut. Ach, Herr Fleischhauer. Herr Fleischhauer. Ja. Ja. Der müsste bräuchten eigentlich einen YouTube-Kanal. Ja, vielleicht irgendwann mal, wenn du nicht mehr mit mir mitmachst. in diesem Sinne haben wir, glaube ich, DSDS ganz gut bearbeitet. Ja, freust du dich auf die Shows? Ich freue mich auf die Shows. Ja, ich gucke auch. Es ist auch, wie findest du das generell so zum Abschluss nochmal so, es kommen definitiv dieses Jahr nur 8 weiter, aber wir nehmen 10 mit. Krasser Twist, in der ersten Folge fliegen aber 2 raus direkt. Ja? Ja. Es sei denn, man überlegt sich das noch anders. Ja, und dann kommt dieser, der Pietro Lombardi-Klon, wie hieß der nochmal? Santo. Ja, gibt es eine Petition jetzt im Internet, habe ich gehört. Ja, Santo-Petition. Ja, der muss unbedingt zurück, aber Pietro Lombardi haben wir doch schon. So, ja. Aber wir kommen jetzt zu unserer allseits beliebten Rubrik. Und alles, Andi, was letzte Woche wirklich wichtig war und wozu wir unsere Meinung sagen wollen, oder kurz. AWL, www.uwwumsw. Ich habe hier hinter meiner Hand 2 Finger versteckt. Ihr müsst erraten, wie viele Finger ich zeige. Herr Zuckerberg, wie viele Finger zeigt er? 2. Oh, krass. Hast du mitgekriegt? Facebook steht unter krassem Beschuss von überall. Die verkaufen die auch die Daten von uns. Von uns. Wer hätte damit gerechnet? Und dann kriegen wir Werbung. Nein. Deswegen kriegst du ständig deswegen die Werbung für diese für die Penispumpe. Weil wenn du da weil du dich einmal mit meinem Laptop eingeloggt hast. Ja. Richtig. Ja, nee. Das hätte man noch nicht gedacht. Ich finde, das ist ein krasser Twist. Ja. Und, hätte man auch vor allem nicht gedacht durch die Vorgeschichte von diesem Zuckerberg, der ja Facebook eigenhändig und aus eigener Kraft und eigener Idee erfunden hat und es da nie gerichtliche Schwierigkeiten gab. Ja. Und so Datenschutz ist doch... Ich glaube aber wenn es mal zu einer Verhandlung kommt oder sowas, dann wäre er damit gut raus. Er sagt einfach, es war gar nicht seine Idee, sondern von diesen Zwillingen. Dann ist er raus. Dann hat er... Nächste Thema würde ich gerne vormachen. Oh. Und du musst raten, worum es geht. Ja. Hallo, Echo, Andi. Hallo. Ja, gestern wurden die Echos verliehen. Gestern oder vorgestern, glaube ich, oder was? Ja, vorgestern war es, genau. Da wurden die Echos verliehen. Und, wie fandst du es? Geilste Show ever. Geilste Show ever. Man sieht wieder, dass Deutschland richtig Shows raushauen kann. Können sich die Oscars mal was abgucken. Ja, oder die Grammys oder so. Ja. Das ist der Hammer. Es war eine richtig unterhaltsame, geile Show. Ich habe kurz reingesappt. Ich habe es wirklich nur 5 Minuten geguckt. Länger ging aus zeitlichen Gründen natürlich nicht. Sonst hätte ich es gerne ganz gesehen. Ja. Und zwar kam da die Newcomer-Kategorie. Ja. Und wer war da? Die internationale oder nationale? Die nationale Newcomer-Kategorie. Vincent Weiss gewonnen hat. Vincent Weiss hat gewonnen, den kenne ich sogar noch, muss ich sagen. Der hat eine sehr sympathische Rede gehalten und nach völlig unaufgeregt stand er da. Nee.
Schön. Aber danach, also bei den Newcomern habe ich gedacht, wow, ist wirklich so. Also ganz ehrlich, Mann, ey, wenn da draußen einer ist, der irgendwie so ein paar Beats machen kann, ja, heutzutage Autotune, irgendwas singen und sie fragt, wo gehe ich hin? Ich komme nach Hause, dann gehe ich wieder mal ins Bett. Bist du Newcomer nominiert? Ist der Hammer, ey. Bist du Newcomer, aber... Ja, was ist denn los mit dir? Wir verschieben dir die ganze Zeit unsere Deko. Ja, wir müssen jetzt aber mal den Elefanten, der im Raum steht, den müssen wir mal adressieren, ja? Warte mal, ich mache einen kurzen Elefanten. Hast du gebremst gerade mit dem Auto? Die Human Beatbox-Maschine, er ist es immer noch. So, aber ja, der Elefant, der im Raum steht, war ja natürlich dieser krasse Rassismus- und Antisemitismus-Skandal. Hast du davon mitgekriegt? Nee. Ja, Kollega und Farid Bang wurden Kollega und Farid Bang wurden in der Wer? Kategorie Kollega und Farid Bang wurden in der Kategorie Hip Hop National nominiert für Jung, Brutal, gut aussehen 3, ihr Album, ja, wo sie antisemitische Texte anscheinend offenlegen und haben sogar gewonnen, ja. Und dann wollte ich dich mal fragen, oder für die Leute, die es nicht wissen, was ihr denn von dieser Textpassage haltet, wo dieser antisemitische Text ist. Deswegen wollte ich dir mal vorlesen und einfach mal hören, wie du dazu stehst. Ob du es wirklich so schlimm findest oder ob du sagst, es ist in Ordnung. Okay. Ja, ich muss wirklich sagen, ich kenne es nicht. Du bist die Ethikkommission? Ich bin die Ethikkommission. Du bist jetzt die Ethikkommission. Ja. Jetzt rappe ich das mal vor. Also ich rappe es nicht, ich lese es vor. Ja, ja, schade. Willst du nicht rappen? Ja, ich kann das nicht so gut. Ist egal. Also, und man kann jetzt nicht die Zeile auch einfach aus dem Kontext reißen. Ich lese dir jetzt ein bisschen kurz diesen Text, diesen kleinen Strophe. Mach hin! Strophe. Also. Diese Syrer vergewaltigen dein Mädel, Bitch. Sie sagt, lass mich in Ruhe, doch er versteht sie nicht. Zerlege dich, gib mir Testo, mach dein Bahnhofsghetto zu Charlie Hebdo. Deutschrap höre ich zum Einschlafen, denn er hat mehr Windowshopper als ein Einkaufswagen. Und wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet, mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Was sagt, oh. was sagt die Ethikkommission dazu? Geht durch, würde ich sagen. Ja, geht durch und kann auch gewinnen. Alter, wirklich? Ja, das ist der Originaltext, für den er gestern ein Echo gekriegt hat. Also jetzt nicht nur für diesen Text. Was ist denn, aber, okay, das muss man doch jetzt mal ganz klar sagen. Ey, also unabhängig davon, von den Ghostwritern, die das da geschrieben haben oder wer so immer, ne, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wer sitzt denn in dieser verantwortlichen Jury oder in der Produktionsfirma oder was auch immer, der sagt, das machen wir. Ja, Bushido kriegt einen Integrationsbambi, Riesenaufschrei gewesen und jetzt so, das ist mir unerklärlich, ey. Mir wirklich unerklärlich. Ja, vor allem, und auch Campino sagt noch was dazu, sagt so, ey, finde ich scheiße, was ihr da gemacht habt oder so. Und dann ziehen sie ihn noch ins Lächerliche. Also es war schon hart. Ja, kommen wir zu erfreulicheren Themen. Dem Ende dieser Dem Folge. Ende dieser Folge. Ja, das ist eine tolle Folge gewesen, ne? Weiß ich nicht, hab sie noch nicht gesehen. Nee? Nee. Aber ich würde auf jeden Fall die Folge liken. Dann würde ich sie spreaden. Ja, du würdest sie spreaden. Spreaden. Neudeutsch, Englisch. Also, wir wollen jetzt cool sein. Deep, Englisch. Alles klar. Würdest du den Kanal abonnieren? Ich würde den Kanal am Ende dann auch noch abonnieren, ja. Und sogar die Glocke aktivieren. Alle super, alle tutti. Zwei sympathische Jungs. Und wer ein paar Backstage-Berichte sehen will, der sollte einfach mal auf unserer Patreon-Seite vorbeigucken. Unten im allerersten Kommentar ist der Link. Einfach mal draufklicken und ganz viel Geld da lassen. Und mit diesen Worten müssen wir uns auch verabschieden, ne? Müssen wir uns verabschieden. Und ich denke jetzt weiter darüber nach, ob, wenn eine schwangere Frau schwimmen geht, ob sie dann ein menschliches Unterseeboot ist. Und du sagst mit deinen allseits beliebten Worten auf Wiedersehen und die da lauten. Send Nudes.